Im Gym wartet eine wirklich große Überraschung. Bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, will ich noch mal, dass die Kandidatinnen und Kandidaten zurückschauen. Und zwar auf ihr eigenes Essverhalten. Die Kandidaten haben uns ihre Ernährungstagebücher zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir uns mal so einen ganz normalen Tag rausgesucht von unseren Kandidatinnen und Kandidaten und haben von einem Tag das ganze Essen von unseren 8 Leuten auf einen Tisch gepackt. Und da war klar ersichtlich, die Menge, ich möchte sagen Masse, und was da gegessen wird. Wahnsinn! Oh. Oha. Nee, komm, geh mir weg damit, ey. Scheiße. Mein erster Gedanke war einfach nur Scheiße, wo ich das alles da gesehen habe. Und dann, also ich kann, irgendwie hat mich das dann auch angeekelt, das alles mal so auf den Haufen zu sehen. Und der nächste Gedanke war dann eigentlich schon so in die Richtung, das soll uns wahrscheinlich unsere Gewohnheiten aufzeigen, weil ich sehr schnell sehr viel Lebensmittel entdeckt habe, die auch in meinem Ernährungstagebuch drin standen. Es sind genau 32.420 Kalorien. Der Tagesbedarf von einem durchschnittlichen Mann ist ungefähr 2.500 Kalorien und von einer Frau 1.800. Ich kann euch eins sagen, da seid ihr weit drüber. Lukas zum Beispiel hat vor allem beim Mittag- und Abendessen zugeschlagen und doppelt so viel gegessen, wie für einen erwachsenen Mann empfohlen. Lukas, du lachst so verschmitzt. Hau raus. Wenn ich so einen Arbeitstag hatte, so. Dein krassestes Abendessen waren 4 Burger und 1 Liter Softdrinks. 4 Burger? 4 Burger, komm, 4 Burger ist jetzt viel, 4 Burger für uns? 4 Burger? Ja, kommt drauf an, was für Burger. Ja, also. Ja, Junge, halt. Einem selber kommt das, glaube ich, also mir ist nie, ich wusste, ich esse viel, aber mir ist nie bewusst geworden, anhand dem, was ich jetzt esse, was ich sonst gegessen habe an Menge. Dann habe ich mir gedacht, boah, Alter, warum habe ich mir den ganzen Scheiß früher reingeprügelt, ne? Torben, du hattest eine Mahlzeit drin mit 3.686 Kalorien um den Dreh. Möglich. Definitiv. Wenn man mal so eine, ich nenne es mal für mich, schlechte Woche hat, dass man morgens gar nicht gefrühstückt hat, und zum Mittag dann festgestellt, ach ja, ich habe ja gar nicht gefrühstückt. Das bedeutet, jetzt kann ich mir zum Mittag mehr erlauben. Und dann ist man halt los, hat sich vielleicht 2 Döner geholt, hat sich die versucht, über Mittag reinzuhämmern. Das hat aber nicht in Gänze funktioniert. Abends ist man dann vielleicht auch mit den Kollegen mal unterwegs gewesen und hat gesagt, oh, jetzt heute noch mal schönes Feierabendbier. Dann sitzt man in einer gemütlichen Runde zusammen. Ach, lass uns doch mal eine schöne Pizza bestellen. Jo, bestellen sich alle eine Pizza. So, und dann kommst du abends dann nach Hause und denkst dir so, ach, geil, ich habe ja noch den Döner vom Mittag, nicht? Und dann ist er natürlich auch noch verhaftet worden, so. Und das ist halt bei mir ja so gewesen, die Ernährung ist für mich zeitweise auch ein Ausgleich für den Tag gewesen. Also, dass ich dadurch halt versucht habe, gewisse Dinge zu kompensieren oder zu verdrängen oder wie auch immer. Ihr 8 zusammen habt das gegessen an einem Tag? Nee. Das ist halt so, wo man sieht, so, Alter. Das ist zu viel. 37.000, über 37.000 Kalorien sind auf diesem Tisch. Nein. Boah, krass, das 37, krass. Das ist heftig. Ja, das an krass. Einem Tag. Boah, okay. Das ist schon ekelhaft. Ja, das ist ekelhaft. Ja. Lisa, du hast dich gerade so ein bisschen nach hinten gezogen. Erkennst du dich wieder? Ja, komplett. Hat mich alles einfach nur geschockt. Aus deinem Ernährungstagebuch habe ich das mal rausgezogen. Abendessen bei Lisa. 400 Gramm Nudeln mit Hackfleisch-Sahnesoße. 2 Burger. Portion Pommes. Was schätzt du, wie viele Kalorien das sind? Keine Ahnung. 4.000 Kalorien Abendessen. Ja, das war halt eigentlich wie so ein Schlag ins Gesicht in dem Moment, wo Chrissy das halt vorgelesen hat. Weil die Menge war mir überhaupt gar nicht bewusst. Deswegen war ich auch so geschockt in dem Moment. Ich will dich hier nicht bloßstellen.
Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern ich will zeigen, und das ist auch nur stellvertretend für alle anderen, weil hier kann sich jeder an der eigenen Nase fassen. Fabienne, was war denn so dein krassestes Abendessen? Mein krassestes Abendessen. Man hat sich ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe mich ertappt gefühlt. Ja. Mein größtes Ding war halt immer Eis. Also ich habe abends dann, wenn ich dann im Bett gelegen bin, eigentlich war ich sogar schon kurz davor beim Schlafen. Ja, das habe ich dir an dem Tag leer gemacht. Das ist deine Packung? Ja. Wow. An Eimer? Ja, locker. So, dieser Tisch hat unfassbar viele Kalorien. Und diese Kalorien werden wir jetzt abtrainieren. Alle? Ich werde euch zeigen, wie viel ihr trainieren müsst, um annähernd in Bereiche zu kommen, wo wir sagen, okay, wir kratzen da ein bisschen am Ergebnis. Ihr müsst lernen, man kann das alles mit Sport gar nicht kompensieren, sondern man muss auf der Seite auch arbeiten. Sonst funktioniert das nicht, okay? Das Essen ist nicht der Feind. Also Essen darf für euch auch nie irgendwie, ich darf nichts essen oder das darf nicht irgendwie eine Qual werden, dass man sich überlegt, was esse ich denn und das darf ich nicht essen. Weil das macht den Menschen unzufrieden einfach. Und jetzt werden wir Gas geben.